Früher hat es ja geheißen, make love, not war. Und jetzt heißt es, make music, not war. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei jedem Konzert es sehr schätzen, wenn es ein energetisch hochwertiger Platz ist. Und das haben wir hier gegeben, da haben wir gar nichts tun müssen. Wo die Almresern wachsen und ein Enzian blüht. Heute heißt Rock'n'Roll nichts anderes als wie Peace and Love. Mittlerweile habe ich schon wieder einen Hunger. Gibt's eigentlich da was zum Essen? I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler. So ein Monty Python am Golan, ist das was Besonderes hier zu spielen? Mann, du bist der Wahnsinn, wenn du traust mich auf ihr Radio. Ich war ja schon mal da vor 4 Jahren und da war es genauso wie heute, dass die Energie hier auf diesem Platz hier ganz besonders ist. Du bist du, schon ist alles leer. Und wenn man schaut, man sieht 100% Gegend. Fühlt ihr euch da eher so in dieses Militärische eingebunden oder seid ihr wirklich nur als Musiker da? Weil ihr fahrt ja auch doch herum. Dieses Militärische fühlen wir uns eigentlich nicht so eingebunden. Es ist eigentlich reines Musiker hier und es ist schön, sich das Ganze mal da anzuschauen. So ist und die Welt soll es immer geben, ohne Angst und ohne Dummheit, ohne Hochmut sollst du leben. Zu den Wunder und zur Söhrlichkeit ist dann nur ein kurzer Sprung. Es ist erstens einmal ganz anders als wie zu Hause. Bleib nur auf der besonnenen Seite vom Leben. Für mich ist es eine Mischung aus Faszination und Verwunderung. Bleib nur auf der Sonnenseite vom Leben. Ich sehe das auch als eine friedensstiftende Maßnahme, die offensichtlich sehr erfolgreich ist. Und wir leisten einen kleinen Beitrag dazu. Für immer jung. Für immer jung. Aber angeblich habe ich jetzt mit ihm ein Interview. Ich weiß nicht, mit wem. Na, scherzenderweise, als wir hier zum Radio Gecko nach vorspaziert sind, habe ich gesagt, wir fahren an eine Zementfirma und die ist auf einem Berg, der Herr Monty Beton. Ja, ich würde fast sagen, österreichweit oder wienweit die Kultband schlechthin. Ja, ja, wir spielen schon recht häufig. Wir sind in Wien weltweit bekannt. Aber ist nicht wahr. So, für alle eine welche, die uns zuhören, ich weiß, es sind nicht viel. Lass it after midnight. We gonna let it all hang down. After midnight. We gonna chug like a child. Ziehen Sie sich einmal an. Vorsicht, der redet nur Blödsinn. Wie schauen Sie überhaupt aus? Können Sie mir auch die Beschwerdestelle, die Zuständige, durchgeben? Come on with us, come on with it. You'll not see nothing light of my day when. Come on with us, come on with it. You'll not see nothing light of my day when. Wie ist wieder meine Wand? Ja, Korgi da ist. Baujahr 1972, ungefähr war 6 Jahre alt. Und beim Spiel war ein Kandler, hat der 26 Schilling gekostet. Mit dem bin ich gefahren hin und her.
Wir sprengen hier jetzt 5 Antitankminen der A-Seite, die Baujahr sind von Amerika, mit circa einem Sprengstoff, kann man sagen, ja, 60 Kilo. Ja, also die Eindrücke sind gewaltig, nicht zuletzt, weil wir gerade eine Minensprengung erlebt haben. Aber wir sind ja in Götzendorf vom Zentrum Einsatzvorbereitung ja wirklich gut auch informiert worden und gebrieft worden. Wir haben auch schließlich in Hof bei der Abschlussfeier Ende Mai auch einige Soldaten schon kennengelernt, die jetzt hier den Dienst verrichten, Kroaten. Und wir freuen uns schon auf das heutige Konzert am Abend. Auf 27 eine Stärke von 32 Mann. Das heißt, 19 Mann sind Kompaniekommando plus Versorgungsteile und 13 Mann Stützpunktbesatzung, die dann die Dienste durchführen. Dobro večer, Hrvati! Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren! Position 1-0. Thank you for the invitation. We'd like to do some songs. Svinacemo neke klasične hitove. Stones, Doors, Beatles, Kinks, Bob Dylan. I vjerovatno na kraju će biti nešto hrvatsko. وين أكون يا حنون
حنوني يا حنون يا حنون يا حنون يا حنون يا حنون يا حنون قلبك حنون وجنون حبك جنون ما سكن غيرك بروحي ومعايا وين اكون يا حنون يا حنون طيب يا عبد الله طيب يا عبد الله شرد يا شو ده يا استاذ سامي سيو ايجنتلي هاتيبيشه زوغابه بس احنا فاهمين انا راح هنا hoffen wir, dass die Stimmung typisch ist für ihn, wieder hinbringen. Mein Resümee dieser fünf Tage ist, es ist mit Sicherheit ein bleibender Eindruck und möglicherweise bleibt der Eindruck auch ein ganzes Leben lang. Ich denke mal schon, dass ich wieder mal herkommen will, vielleicht auch hier in das UNO-Camp, um wieder zu spielen, weil ich habe mich eigentlich relativ sicher gefühlt und es war eigentlich eine wirklich tolle fünf Tage. Give me Memphis, Tennessee. If we find a party, try to get in touch with me. She could not leave a number, so you know a place to call. My uncle took the message and they wrote it on a wall. Für mich wäre das auch was gewesen in meiner Sturm- und Drangzeit als Student. So ein halbes Jahr Auszeit. Ideal wäre das gewesen. Jawohl! Herzlichen Dank, es hat uns sehr gefreut, hier zu sein. Und einen Applaus möchte ich hören für nächstes Jahr noch einmal.